Rückenschmerzen, Rückenbeschwerden gehören hier in Deutschland zum Volksleiden Nummer 1. Mehr als 60% der Deutschen haben Rückenbeschwerden, Rückenschmerzen. Die gute Nachricht dabei ist aber, dass es sich in gut 90% der Fälle um muskuläre Ursachen handelt. Das heißt, wir haben also hier keine Problematik an der Bandscheibe, sondern es ist schlicht und ergreifend das Muskelsystem, was hierbei Probleme macht. Man muss wissen, dass die Rückenmuskulatur nicht nur aus einem oder aus mehreren einzelnen Muskelteilen besteht, sondern aus vielen übereinanderliegenden. Und das kann dann die erste Ursache sein, dass diese einzelnen Muskelschichten miteinander verkleben, die sogenannten Faszien, die dort dann einfach nicht mehr miteinander gleiten und es zu Verhärtungen kommen kann. Die aller häufigste Ursache ist schlicht und ergreifend einfach Bewegungsmangel und ein Nicht-Trainieren, ein Nicht-Aufbauen der Muskulatur. Den größten Fehler, den man dann machen kann, ist, dass man ins Sportstudio geht und dort mit Gewichten versucht, den Muskel aufzubauen, denn ein verhärteter, ein verklebter Muskel mag das überhaupt nicht. Und hier gilt wirklich die klassischen Dehnungssportarten, beziehungsweise sowas wie Yoga und Pilates, was ich da sehr, sehr empfehle, weil das bringt definitiv etwas. In der Akutbehandlung ist es erst einmal wichtig, dass man diese verhärteten Muskelpartien lockert und entspannt. Und da gibt es sehr, sehr gute Möglichkeiten im invasiven Bereich. Das heißt also, dass man dort in diese Muskelpartien ein ganz leichtes Lokalanästhetikum und ein pflanzliches Relaxans reinspritzt, um diese Partie erst einmal zu lockern. Und dann heißt es wirklich, auch tiefen Muskulaturen zu stärken, zu stimulieren. Helfen dabei kann auch immer sehr, sehr gut die Wärme. Hier muss man dabei aber wissen, dass wir natürlich, wenn man jetzt mit klassischen Wärmemethoden arbeitet, größtenteils nur die oberflächliche Muskulatur und nicht die tiefen Muskulatur erwischt. Deswegen sollte es immer eine Kombination daraus dann auch sein, orthomolekular, das heißt über Nährstoffe, hohen Magnesiumspiegel zu haben, ausreichend zu trinken, auch diese trockenen Faszien im Endeffekt wieder zu lockern und natürlich dann auch die Mobilisation über, wie genannt, Sand, Yoga, Pilates. Das Sportstudio primär ist für den Aufbau der Muskulatur gedacht und nicht für die Lockerung. Wie gesagt, die Ursache ist Bewegungsmangel. Wir haben heutzutage fast kaum noch große, ja, muskuläre Berufe, wo also der Muskel gedehnt wird. Wir sitzen sehr, sehr viel. Wir haben sehr viel einseitige Belastungen, die natürlich auch beispielsweise durch Arbeiten am PC stattfinden. Deswegen muss dabei ein großer Ausgleich stattfinden. Ich hatte es letztens erwähnt, ich nutze immer sehr, sehr gerne alleine, nur um meine Beinmuskulatur und wirklich ein Cardio-Training zu haben, einen Kilometer bzw. einen Schrittzähler, um einfach zu sehen, wie viel bin ich am Tag gelaufen, an wie viel habe ich gesessen. Das ist schon mal so der erste Trick. Und dann wirklich über Dehnungsübungen, die Sie beispielsweise auch mit Terrabändern zu Hause machen können, diese Muskulatur wirklich locker zu halten. Ganz wichtig ist auch zu wissen, Studien haben gezeigt, dass die klassischen Behandlungen bei Rückenbeschwerden, bei Rückenschmerzen mit beispielsweise Ibuprofen, Voltaren, Paracetamol gar nicht viel bringt, weil das senkt nur kurzzeitig den Schmerz, aber am eigentlichen Geschehen, an einem verkürzten, verhärteten Muskel, ändert es überhaupt nichts. Das heißt, lieber einmal akut spritzen lassen und danach konservativ Lockerungsübungen, viel Magnesium denken, viel, viel trinken und Bewegung, Bewegung, Bewegung. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bis dahin, Ihre Praxis Müller-Camus.